gut. Hier setzt du natürlich wieder oben an. Wo ist mein Kabel? Wo ist mein verdammter. Achso, machst du die andere Reihe jetzt? Ja, wollte ich, aber ich habe kein Kabel. Daneben. Daneben, Anfänger. User. Selber. Boah, das war gemein. Jetzt hast du meine Gefühle verletzt. Ja, yeah, na endlich. Mutti. Wie ärgert mich. Aua, wieso kriege ich jetzt eine geknallt? Mutti, du ärgerst mich. Geputsch. Ich hab gleich noch einen Namen, du Drecksack. Hilfe, ich hab mich eingebaut. Du sollst schön mit deinen Freunden spielen und nicht so einen Unsinn machen. Alter. Ist ja schlimm hier. Ist ja fast dichter als im Urwald. Ja. Dieser Blaum, Blaum. Dieser Blaum. Dieser Blaum ist so grün. Ist grün zu grün, wenn Yubi irgendwas macht. Zum Beispiel Bäume fällt. Genau. Willst du hier noch ein Geländer drauf bauen? Nö, ne? Würde ich teilweise, oder? Ja, obwohl, das kann man eigentlich so lassen. Weil das wird sonst ganz schön hoch, wenn man sich das mal hier anguckt. Du siehst da halt nichts mehr. Und das wäre ein bisschen kacke. Nö, ich würde das so lassen. Hier ist auch so ein scheiß Blaum. Wo kommen die alle her? Ja, diese blöden Bläume. Die kommen, glaube ich, aus dem Blurwald. Ja. Ja, doch, aber jetzt hier noch ein Geländer drauf ist too much. Ja. Das ist schon gut so. Da ist der Überrollkäfig, damit die Vollidioten nicht von der Brücke fallen. Also Leute wie ich. Fast schon ein bisschen königlich, die Brücke irgendwie, ne? Finde ich. Passt schon. Also die ist schon ganz schön pompös. Du meinst prollig? Pompös. Prollig? Ja, genau. Das ist die Prollbrücke, so. Aber, auch trotzdem noch mal ein bisschen was am Zaun. Oder nehme ich dafür... Ja, doch. Ich muss gerade mal ein bisschen planen. Ja, mach mal. Weil, wenn du so von der Seite von unten siehst, sieht's scheiße aus, ne? Ja. Ich habe vor, dagegen jetzt Abhilfe zu schaffen. Cool. Und womit, Ballast? Mit einer Kugelschreibermine und einem Faden. Geil. Genau, ich spreng die Brücke. Ihr habt's ja was. Mit einer Atombombe. Klar. Dann weiß ich, die Grundzusammensetzungsteile einer Atombombe sind Kugelschreiberminen und Fäden. Weiß man, wenn man MacGyver kennt, ne? Ja, natürlich, keine Frage. Ich habe keine einzige Folge MacGyver gesehen, muss ich sagen. Oh, ich bestimmt mal irgendwann. Knight Rider war viel cooler. Also, finde ich ja jetzt, ne? Moment, ich kann gerade nicht. Hier. Nee, ein weiter hinten. Ja, genau, mit Zäunen. Gut, Yubi, mit Zäunen. Heute bauen wir ein Haus aus Zäunen. Was kommt daran? Zäune. Und was brennt da hinten? Die Scheune. Zäune. Warum brennt die Scheune? Ja, warum nicht? Sei froh, dass die Scheune brennt und nicht deine Bude. Das ist meine Bude. Oh. Bäm. Dann hab ich leider schlechte Nachrichten für dich, mein Freund. Jetzt wird schon wieder dunkel. Mach mal Licht an, bitte. Soll ich? Ja. Okay, und Jesus sprach, es werde Licht. Oh, hier ist der Schalter. Aber Yubi fand den Schalter nicht. Doch. Wirklich. Als er dann den Schalter fand, war die Sicherung durchgebrannt. Nein. No. Nicht die Sicherung. Nein. So, reicht auch. Ja. Genug Versicherung. Genau. Kommen wir zu den angenehmen Dingen des Lebens heute, Leute. Versicherung. Versicherung. Ich hätte hier eine Versicherung gegen Schallplattenkratzer von Hamstern. Nein. Obwohl da die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass man das sogar passieren könnte. Ja. Brauche was Unwahrscheinlicheres. Von Geiern in Afrika.
ist total genial eigentlich, weil du musst deine Schallplatten erst nach Afrika bringen und das Ganze natürlich dann auch noch darlegen, warum du ausgerechnet in, deine Schallplatten mit nach Afrika nehmen musstest. Da musst du nie was zahlen. Ja, und dann kommt genau ein Fall rein und dann gehst du daran pleite. Du hast genug andere Leute, die zahlen da für den einen Fall. Das ist schon okay. Ja. Bestimmt. Also dafür würde ich jetzt ganz viel Geld ausgeben, weil der Fall ja einfach so wahrscheinlich ist. Ansonsten alternativ, weißt du, ja, da hast du eine total geile Alternative. Ansonsten meldest du dich, meldest du dich pleite, dann kriegst du von der EU Geld. Achso, stimmt, ja. Ich habe vergessen, dass es das so einfach ist. Ja. Das klappt bei Banken, also warum nicht bei so zwielichtigen Unternehmungen? Genau. Sollte alles NP sein. Ja, denke ich auch. Hast du eigentlich was von der E3 mitbekommen? Nur so ein paar Sachen. Ja, stimmt, E3, das war ja jetzt auch erst. Also das wäre eigentlich ein Thema gewesen, wo wir uns vielleicht vorher noch ein bisschen drüber hätten informieren sollen. Also ich habe nur ein bisschen was gesehen, echt nicht viel. Ja, also ich habe so die Sachen, was du mir so geschickt hast, zum Beispiel Bayonetta. Genau. Bayonetta 2, das ist ein Spiel, da freue ich mich schon drauf, weil ich auch den ersten Teil gespielt habe. Ist halt so ein, ich sag jetzt mal, Devil May Cry-mäßiges Hack and Slay, eigentlich nur schwerer. Was habe ich auf normal bei dem Spiel schon geflucht? Auf schwer will ich gar nicht davon reden, weil auf schwer ist es halt schwer. Also nicht schwer, sondern schwer. Devil May Cry habe ich halt einfach mal so auf einen Rutsch durchgerotzt auf normal dann, um halt schwer freizuschalten dann praktisch. Und war eigentlich so kein Problem. Ja, was mir ein bisschen komisch vorkam, ist, dass nicht zu Cyberpunk 2077 kam oder 2077, wie man es auch immer ausdrücken möchte. Also zumindest habe ich nichts gefunden. Ich weiß es nicht, das war das eine Spiel, wo du mir mal einen Trailer gezeigt hast, oder? Ja, genau, wo ich den Trailer halt so übelst gefeiert habe schon. Ich meine, das war zwar bloß ein Render-Trailer, aber trotzdem, ja. Kommt immer aufs Spiel an. Ja, es sind MMO. MMOs sind jetzt nicht so. Weiß ich nicht, ob die so groß beworben werden, dann noch mit auf so Messen. Weiß ich auch nicht, aber es klang schon ganz geil. Oder sah auch alles schon ganz geil aus. Na gut, aber es ist ja von den gleichen Machern wie. Oh Gott, was war es denn noch? Ich weiß es nicht. The Witcher. The Witcher 3. Ach, dieses polnische Entwicklerteam. Das war genau. War noch, glaube ich, Polen, oder? Weil ja. Auf alle Fälle die Entwickler, also die Story praktisch, sag mal, von The Witcher ist ja von den Polen geschrieben. Ja, genau. Und da hatten wir ja schon mal drüber geredet. The Witcher wurde ja auch in Polen gemacht. War es auch ein Entwickler. Und das Schöne ist, dass The Witcher niemals auf Xbox in Polen rauskommen wird. Niemals. Warum? Weil Xbox einfach Polen nicht unterstützt. Also ja, Xbox unterstützt sowieso vieles nicht. Ja, aber Xbox hat einen gewissen oder gewisse Länder, die dann unterstützen. Und eben Polen gehört nicht mit dazu. Und diese Ironie da dran ist so schön. Weißt du, die Polen bauen dann halt so ein schönes Spiel wie The Witcher, dürfen es aber in ihrem eigenen Land auf der Xbox nicht spielen, weil es eben nicht geht, wegen dieser komischen Länderbegrenzung, die dann so eine Xbox eigentlich hat. Und das ist ja, halt einfach bekloppt. So richtig schön bekloppt. Wie gesagt, Microsoft, die haben ja da sowieso so ein bisschen eine ganz eigene Weltanschauung. Ja, also. Sei es jetzt auch hier mit Xbox One und so, ne? Aber da habt ihr bestimmt auch schon so das ein oder andere gehört, so von wegen, Spiele können nicht wiederverkauft werden und ähnliches. Oder auch nicht verliehen werden. Ja, doch. Können sie. Ja, an Leute, die du schon 30 Tage lang in deiner Friendslist hast, darfst du sie dann verleihen. Ja. Und du musst, glaube ich, war das jetzt bei Xbox oder irgendwo anders? Auf jeden Fall musstest du sogar eine Gebühr dafür zahlen. Gut, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich habe so viel Input gerade. Kann schon sein, dass es von der Xbox ist. Das würde passen. Ja, ja. Koppel, hast du nichts mehr da, oder? Doch, habe ich gerade noch geholt. Damn. Brauchst du gerade? Ich lasse dir mal da. Ich bin eh gerade bei mir im Haus. Passt schon. Bei der Xbox auch. Ich find's ja halt auch krass, einfach so auch, dass du Spiele nicht mal verleihen kannst, ja? Ja. Ja, es ist einfach Quatsch. Die haben irgendwie... Und wenn du ein Spiel bei der Xbox ja verleihst, wie war das, dann kannst du es nur einmal an die Person verleihen? Irgendwie so war das ja. Genau, und dann halt wie gesagt, ist das an die Dingens gebunden. Also an diese 30 Tage in der Friendslist. Und irgendwas was noch.
Das ist, also das ist, finde ich, schon frech. Da fand ich aber auch die Aktion von Sony ziemlich geil, wie sie dann hier dieses Flame-Video praktisch gebracht haben. Hier, von wegen, so können sie Spiele bei der PlayStation tauschen oder irgendwie sowas, ne? Dann gibt er ihm das Spiel, fertig. Hier, ein Spiel, fertig. Ja, aber man muss sich das mal vorstellen, die Sony ist jetzt auch der totale Hype mit dieser Geschichte, ne? Also, naja. mit einer Sache, die eigentlich jahrelang oder schon immer als selbstverständlich galt, sind die jetzt auf einmal so hoch in den Medien und das sind ja solche Helden, dass sie das bieten, was sie schon jahrelang geboten haben. Und irgendwie denkt man sich auch so, Moment. Trollolol. Aber ehrlich gesagt, finde ich es einfach... Wenn man sich auch anschaut hier, auch so, wie es dann immer heißt, so von wegen, ja, das ganze Zeug, dass es so nicht weiterverkauft wird und sowas, da gibt es dann, dass man auch noch so Einnahmen praktisch mit hat, haben sie ja dann auch immer eingebaut, mal so ein bisschen mit hier die, wie hieß denn das? Ich weiß jetzt nicht, welches Spiel das mit war. Was kann ich hier wegschmeißen, die Äpfel. Dass du so Extra-Missionen praktisch hattest, wenn du das Spiel nicht original gekauft hast, musstest du die Extra-Mission praktisch für 10 Euro oder sowas noch mit kaufen. Okay. Das ist halt, wenn du das Originalspiel hast, hast du diesen Code eben für die Mission praktisch dabei, der einmal aktivierbar ist. Und wenn du es gebraucht kaufst oder verleihst, dann musst du praktisch diesen Code mehr oder weniger selber nochmal aktivieren. Das wäre ein Bullshit. Das findet heutzutage auch schon so statt. Also es ist im Grunde falsch zu sagen, ja, diese ganze Idee von wegen, wir kontrollieren da praktisch, dass der Wiederverkauf nicht stattfindet, ist eigentlich so schon gang und gäbe. Ja, aber ich frag mich halt, was ist daran so schlimm? Ich meine, wenn ich ein Spiel mir ausleihe oder so, ne, hat der Publisher keine Einnahmen und es geht da einfach nur noch um Einnahmen. Weil da fließt inzwischen die dicke Kohle rein. Also da hast du ja teilweise Spiele, oder ich glaube, das ist sogar schon ein Großteil, wo du wirklich mehr Geld reingebuttert wird als in so große Hollywood-Produktion. Ja, schon klar. Aber man muss das mal von der anderen Seite sehen. Jetzt erstmal hier hoch. Und dann sehen wir es mal von der anderen Seite. Wenn du dir ein Spiel ausleihst, dann ist die Chance, dass du den nächsten Teil davon kaufst, relativ hoch. Beispielsweise, ne? Also, wenn mir jetzt jemand damals Assassin's Creed 1 beispielsweise ausgeliehen hat. Oder nehmen wir mal ein richtiges Beispiel. Das finde ich schön, ja? Nein, Assassin's Creed 1, da hätte ich mir den zweiten auch gekauft. Aber nehmen wir mal ein richtiges Beispiel, insofern, dass ich das erlebt habe bei dem. Mir hat damals ein Kumpel Diablo 2 ausgeliehen. Diablo 2 fand ich so super, dass ich das mir zum einen dann kurz darauf selber gekauft habe, als er das dann wieder haben wollte. Und nun ein riesen Diablo-Fan bin, mir daraufhin natürlich erstmal Diablo 3 gekauft habe, Diablo 1 danach dann nochmal gekauft habe. Also habe ich Blizzard dann auf einmal eine ganze Menge in den Arsch gesteckt an Geld. Und dann haben sie auf einmal die WoW rausgebracht. Ups. Bin schon wieder runtergefallen. So. Also du verstehst vielleicht, worauf ich dabei hinaus will. Ja, klar. Das ist halt auch der Werbeeffekt. Das ist ja auch so der Punkt, warum es einige Leute auch nicht verstehen mit den Let's Plays gerade so von Nintendo, ne? Ja. Ist ja genau so. Ist ja eigentlich auch so ein Punkt. Ja, also, richtig. Da müssen wir vielleicht nochmal... Ja, also ich denke halt so von wegen, wenn man was verleiht, man verleiht ja nichts ewig. Und wenn es nicht gerade ein Spiel ist, was du jetzt mal schnell durchsuchtest, dann... Ich hab ein Spiel ausgeliehen von irgendjemandem, das habe ich ewig geliehen. Ja gut, das kommt ja auch auf den Kumpel an, aber normalerweise sagt man ja auch irgendwann mal so, Ich weiß, also beziehungsweise es hat nicht mal ich geliehen, es hat mein Bruder geliehen. Es war ein Spiel vom Kumpel von meinem Bruder, allerdings war es so schlecht, dass der andere Typ es nicht wieder haben wollte. Ja, siehst du, das ist dann natürlich selbstgemachtes Leid. Aber ich habe das weitergespielt als alle zusammen. Ja, das zeugt schon von deinem schlechten Geschmack. Ja, es war nicht wirklich gut, aber schlecht war es jetzt, muss ich sagen, eigentlich auch nicht. Oder sonst noch mal kurz zu diesen Wiederverkäufen oder Weiterverkäufen von Spielen. Wenn die Leute, das hat einer, irgendein berühmter Spieleentwickler, dessen Namen ich vergessen habe und auch vergessen habe, was er entwickelt hat, gesagt, wenn die Leute qualitativ hochwertige Spiele produzieren würden, dann hätte man nicht den Drang, das Ding weiter zu verkaufen. Dann würde man es immer mal wieder spielen wollen. Also ein hoher Wiederspielwert, dann wie mal so, würde dann dahinter so ein Spiel stecken. Und das finde ich ein ziemlich geiles Argument.
Das ist eigentlich auch eine gute Aussage, aber inzwischen, das hatten wir glaube ich auch schon mal, gibt es ja noch Battlefield 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Call of Duty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also generischer Titel Nummer XY, ne? Ja, genau, und das ist ja auch leider sehr schlimm. Das ist halt einfach so ein Punkt, so, keine Ahnung. Es gibt wirklich wenig Spiele, die in letzter Zeit so erschienen sind, wo ich sage, das war wirklich innovativ, das war wirklich der Bringer. Jo, da bin stimmt. Da bin ich persönlich relativ froh über dieses ganze Indie-Genre eigentlich, was jetzt so mehr oder weniger auch mit aufgekommen ist. Wo wirklich noch Ideen verwirklicht werden. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich brauche die Mega-Mörder-Grafik und das war's, sondern die Idee zählt und teilweise vielleicht auch die Story und so, ne? Naja, definitiv. Also das ist das, was meiner Meinung nach halt ein wirklich gutes Spiel ausmacht, dass es einfach mich fesselt und dass es halt einfach Spaß macht zu spielen und dass ich auch mal gerne wieder spielen würde oder so. Genau, und ich finde halt dieser Einwand irgendwie von wegen mit Wiederspielwerten, das ist schon geil. Ich meine, ich habe beispielsweise Monkey Island, den zweiten Teil davon damals, auch inzwischen, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal durchgespielt und würde ihn auch nie wieder verkaufen, weil ich den einfach so geil finde. Den spiele ich bestimmt in 2 Jahren nochmal. Irgendwann mal. Ja, es ist einfach zeitlose Spiele, ne? Ja, genau. Und über die lässt man dann halt einfach wiederum ein bisschen Zeit vergehen, dass man die Lösung jetzt nicht mehr unbedingt sofort weiß. Ja, und dann passt das alles schon. Mhm. Auch was ich zum Beispiel in den letzten Jahren wirklich ein sehr gutes Spiel fand, war Portal. Ja, aber das ist ja auch wieder sowas, wo man wieder ein bisschen warten muss und dann kann man das auch ruhig wieder spielen. Ja, es ist also ich mag in dem Spiel vor allem den Humor, der ist halt so dieser bitterböse Humor von GLaDOS und so, ne? Naja. Also das macht schon daraus wirklich eins der geilsten Spiele überhaupt. Huch! Nein, Workbench! Was wollte ich denn jetzt hier machen? Was wollte ich hier gerade machen? Achso, ich wollte eine Tür craften. Ich schaff's einfach nicht. 1, 2, 3, 4, 5, so.